Willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist heute schon 10 Uhr. Ich habe aber schon sehr viel gemacht. Ich bin ja schon seit 7:30 wach. Ich war auch schon spazieren mit dem Besuch, der gerade da ist. Und habe schon Wäsche gewaschen. Oder halt die Waschmaschine angemacht. Waschen mache ich ja immer noch selbst. Und dann habe ich natürlich auch noch mit dem Besuch gefrühstückt. Und jetzt bin ich noch bei Wäsche runtertragen und ich muss das WLAN wieder anschließen. Sonst habe ich da unten ja kein Wi-Fi. Ich bin gespannt, wie das Wetter heute so wird. Ich genieße jetzt noch die letzten 2 Tage meinem alten Lebensjahr. Am Sonntag habe ich Geburtstag, also wenn du das Video siehst, morgen. Oder ich stelle es erst sonntags online, das weiß ich noch nicht. So, ich mache mich jetzt schnell fertig, denn ich gehe mit dem Besuch Kaffee trinken. Und ich muss die Haare noch fertig föhnen. Ich hatte jetzt ein neues Shampoo gekauft von Garnier, also so ein festes, was ich halt auch schon kenne als nicht festes. Und das hat mir so nicht gefallen, dass ich mir jetzt wieder mein Naturebox Shampoo gekauft habe. Also jetzt habe ich wieder diesen Block. Das ist so gut. Also da fühlen sich die Haare wenigstens gut an. Ich habe jetzt 3 Tage lang, 3 Male mit dem anderen gewaschen und da hat die Haare so verklebt und wenn man hier jetzt so reinfährt, dann ist es einfach so, hui, Volumen! Ja. Das andere gebe ich einfach meiner Mutter, dann kann sie das benutzen. Ich stecke mir noch kurz Ohrringe rein. Weil die Ohrringe hat sie mir nämlich mal geschenkt und sie soll ja auch sehen, dass ich sie trage. Nicht, dass sie denkt, ich trage sie gar nicht. Und das fällt dir immer auf. Also das sind solche Notenschlüssel und ich finde die so schön. Da rechts geht es nie so gut rein. Ich weiß ein bisschen die Kasse. Ich weiß nicht, mit rechts habe ich ein bisschen Probleme. Aber da mache ich dann nie ein zweites rein, weil ich finde, das sieht gar nicht mehr so gut aus. Ja, wir gehen jetzt ein Cappuccino trinken. Da bin ich wieder. Wir waren jetzt einen Kaffee trinken und noch einkaufen und ich habe meine Tante gesehen und habe ich dann ewig nicht gesehen. Ja, ich habe hier auch die Küche aufgeräumt und jetzt muss ich den Hund noch füttern. Mein Vater hat das nämlich nicht gemacht, obwohl ich ihn gefragt habe, ob er es macht, aber okay. Dann mache ich das. Und ich wollte noch Pizza-Programm mitnehmen, denn wir holen uns heute ja eine Pizza. Und ich gucke da mal rein, was es so gibt. Ich habe den Schlüssel vergessen. Ich glaube, ich weiß zwar schon, welche Pizza ich möchte, aber vielleicht will sie unseren Besuch wissen. Bringen wir dann weg. Aber ich muss den Hund erstmal suchen, weil ich glaube nicht, dass der mitkommt, wenn Herrchen hinterm Haus mäht. Daxli? Daxi! Kommst du mit? Hä? Kommst du oder soll ich das immer dran? Okay, du sitzt. Ja, nicht so. Kriegen die Pfote. Ja, du so. Zeig. Witz. Essen war nice. Ich habe sogar Abendessen auch. Ich bin jetzt so richtig voll. Ich nehme mal dieses kleine etwas, das kein Pizzarand mag. Nein! Sitz. Ein ganzer Brief. Wow. Ist nicht so. Hallo. Wo willst du denn hin? Keine Ahnung, lassen wir uns mal ein bisschen ziehen. Manchmal darf er das. Wir haben wieder jede Menge Zucchini und Tomaten. Aber ich habe jetzt keine Schüssel da. Ich naja noch mal rausgehen. Es ist so heiß. Ich muss eine kurze Hose anziehen. Das meint man gar nicht. Hallo. Stopp. Morgens hat es jetzt einfach nur so 5 Grad. Also heute Morgen hat es ein bisschen mehr. Aber heute ist es wieder richtig heiß. Und ich werde jetzt nämlich auch hier nichts machen. Brief wegbringen. Dem Hund vielleicht noch was zum Trinken geben und dann mache ich ein bisschen Pause. Ich habe gestern so viel gemacht, dass ich jetzt ein bisschen Pause möchte. So, um jetzt
nicht gar nichts zu machen beim Sitzen und Verdauen schreibe ich jetzt eine Rezension oder besser gesagt zwei. Wenn das Ganze endlich mal aufmachen würde, würde ich auch Spotify hören. Aber es geht gerade nicht. Der Computer ist nicht gerade der schnellste. Heute muss ich unbedingt mal wieder Sport machen, weil heute habe ich echt viel gegessen. Ich bin es nicht mehr gewohnt, so viel zu essen zum Mittag, weil ich bin so ein bisschen an innovative Ernährung dran. Damit ich halt auch mein Gewicht halte und so. Ja. Essen macht müde. Warten macht auch müde. Jetzt scheint es zu funktionieren. Und danach steht dann wieder auf Spotify, ach, ein Webplayer wurde erkannt. Wollen Sie darüber weiterhören? Jetzt mache ich das mal. Es wird ganz schön frisch im Haus. Ich gehe mich jetzt mal ein bisschen wärmen. Nehme das Buch mit runter. Ich komme dann eigentlich irgendwie nicht weiter, obwohl es eigentlich ganz cool ist. Oder es ist halt was anderes mal. Ich halt sonst immer so lese. Und außerdem habe ich voll Durst. Und wahrscheinlich spielen wir jetzt auch ein bisschen Romy. Soremino. Mein Besuch, der da ist, meiner Mama. Und ich hoffe, dass es draußen ein bisschen fein ist und ich da sitzen kann. Oder wir auch dann da spielen können. Es ist schon 6:30, was? Alter, krass. Ja, wir haben die ganze Zeit Romy gezockt. Finde ich den Fakt jetzt echt krass, dass es schon so spät ist. Jetzt gehe ich mal zum Ernten, was ich heute ja noch nicht geschafft habe. Und vielleicht zum Gießen, aber da bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher, ob das braucht. Zumindest die Erdbeeren vielleicht. Die zweite Ernte. Die zweite Ernte ist ja so langsam, aber sicher da. Und dann muss ich noch in die Garage den Ball für den Hund endlich mal machen. Da, oh mein Gott, was geht ab? Ist ja größer, als ich in Erinnerung habe. What? Ja, da gibt's schon ein paar. Ja, ich will ein paar einfrieren, um im Winter dann Suppe draus zu machen. Habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine voll gute Idee. Weil, die Schüssel ist zu klein. Weil ich super gerne Zucchini-Suppe esse. Im Winter oder wenn ich krank bin oder so. Und dann hat uns meine Tante auf die Idee gebracht, okay, die ist so verrückt, dass man die ja auch einfrieren kann. Die können wir leider nur wegschmeißen, die ist mit der Mähmaschine, glaube ich, kaputt geworden oder so. Hing schon zu lang. Ich würde sagen, ist erfolgreich. Schon eher. Wie nicht? Die großen Tomaten, die kriegen noch nicht so schnell Farbe, aber die hatte ich leider in der Hand. Von dem her. Wird schon gehen. Reift ja noch nach. Tomaten reifen ja immer nach. Jetzt kümmere ich mich noch um den Ball, damit der Hund glücklich ist. Können wir mal wieder Seil bestellen. Kann er mal wieder spielen. Hat er was zu tun. Den Ball kaufen wir immer so und dann machen wir ihn halt ein anderes Seil rein. Das Originalseil geht so schnell kaputt. Das Originalseil ist nicht für große Hunde, glaube ich. Den hole ich nachher dann, wenn ich das Essen hole. Jetzt mache ich ein Foto von meiner Ernte für Instagram. Und ich muss noch ein Bild für Insta bearbeiten, was ich morgen brauche. Nächsten Monat. Und dann auch noch eins für meinen Geburtstag. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass hier noch was auf mich wartet. Yay! Ich habe die gestern hier aufgehangen und habe mir gedacht, sie legt sich von alleine zusammen, hat es aber nicht getan. Hier ist es so warm, das glaubt man gar nicht. Aber hier zieht kein Lüftchen, weil wir hier alles zu haben. Wahrscheinlich deswegen. Gehe ich jetzt die Wäsche noch wegräumen und dann muss ich kurz in den Friedhof gehen.
seine Lampe raufbringen und außerdem ist das dann auch ein bisschen Sport. Das heißt, fühle ich mich schlecht, wenn ich mich heute nicht bewege nach dem ganzen Mittagessen. Und ich muss auch die Blumen wahrscheinlich gießen, weil es war so warm jetzt gestern und heute. Und gestern war keiner oben und heute auch nicht. Und deswegen werde ich das jetzt noch schnell machen, bevor ich dann den Rest Pizza esse. Ich bin jetzt bettfertig und beende deswegen auch schon den Vlog. Ich habe auch schon meine Creme auf den Augen. Meine Augen ist kühlen. Durch dieses Heuschnupfen-Bollmittel. Und ja, ich beende jetzt diesen Vlog. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Ja, dann kannst du mir super gerne eine positive Bewertung da lassen. Oder mich kostenlos mit einem Klick abonnieren. Oder hier drüben bei anderen Vlogs vorbeigucken. Natürlich einen Kommentar. Kannst du mir auch gerne schreiben. Bye.